Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich darf euch heute das Wolfgangs Hunter vorstellen, welches jetzt brandaktuell in der zweiten Generation erschienen ist. Das Messer wurde mir hierfür zur Verfügung gestellt, das allerdings nur sehr kurzfristig, sodass ich leider keinen ausführlichen Test machen konnte. Das Video beinhaltet also eher so eine Art Ersteindruck und soll euch lediglich als Hilfe zur Kaufentscheidung dienen. Also viel Spaß beim Video. Und dranbleiben lohnt sich diesmal, denn am Ende habe ich auch noch eine kleine Verlosung für euch. Ihr habt das Messer ja bereits gesehen und natürlich gehen wir gleich auf diese besondere Klingenform ein. Zuvor aber noch der wichtigste Faktor, der Preis. Ich möchte diesmal mit dem Preis anfangen, da dieser wirklich unschlagbar ist. Das Messer kostet regulär gerade einmal 19,90 Euro und mit dem Rabattcode QUANIC10 bekommt ihr dann noch einmal 10% Rabatt, spart also nochmals 1,99 €, sodass wir am Ende auf einen Gesamtpreis von unter 18 Euro kommen. Und das bei kostenfreiem Versand innerhalb Deutschlands. Das ist wirklich eine Kampfansage, wenn man bedenkt, dass man hier ein Messer mit feststehender Klinge bekommt, welches auch noch dazu ein Full-Tang-Messer ist. Fast zu schön, um wahr zu sein. Und da kommt natürlich auch die Frage auf, ob man an der einen oder anderen Stelle nicht ein paar Abstriche machen muss. Also lasst uns da mal gemeinsam drauf schauen. Es geht mit der Klinge los. Das Design ist hier wirklich einmalig. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Denn durch den angebrachten Reiß- und Aufbruchhaken am Klingenrücken erhält das Messer einen unglaublich aggressiven Look. Ist natürlich Geschmackssache, aber wie gesagt, mir persönlich gefällt es sehr gut. Beim Material der Klinge kann man sich aber sicherlich streiten. Verwendet wurde 420er Stahl und ich kenne mich zwar mit Messerstehen nicht besonders gut aus, ich weiß aber, dass der ein oder andere von euch einen anderen Stahl bevorzugen würde. Man muss hier natürlich immer den Preis im Blick haben. Ja, das W1 Messer besteht aus 440C Stahl, kostet dafür aber auch schon fast das Doppelte. Ich meine aktuell so um die 35 Euro. Und beim Mambulo kommt ein robuster D2 Stahl zum Einsatz. Ein Top-Stahl, gar keine Frage, aber auch das kostet wesentlich mehr. Da sind wir dann schon knapp bei 100 Euro, also dem fünffachen Preis vom Hunter. Und das muss man sich dann wirklich schon zweimal überlegen. Also klar, wenn ich 7 Tage in Schweden oder 7 Tage auf einer tropischen Insel verbringen müsste, dann würde ich vermutlich ein anderes Messer wählen. Aber für den gelegentlichen Gebrauch in der heimischen Natur reicht das Messer vollkommen aus. Zumal es sich durch den verwendeten Stahl auch sehr gut nachschärfen lässt, sodass man lange Freude an dem Messer hat. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Ansonsten kann man gar nicht mehr so viel zur Klinge sagen. Das Messer ist natürlich 42A-konform, da die Länge der Klinge unter 12 cm beträgt. Das Messer darf also bedenkenlos in der Öffentlichkeit geführt werden. Ein deutlicher Pluspunkt. Und wie bereits angesprochen, haben wir hier ein Full-Tang-Messer. Der Klingenstahl ist also durchgängig und nicht einfach nur gesteckt, verschraubt oder verklebt. Und das verleiht dem Messer natürlich ordentlich Stabilität, sodass man es auch für gewisse Bushcraft-Aktivitäten nutzen kann. Kommen wir nun zum Griff und hier muss ich tatsächlich ein wenig meckern. Aber ich möchte ja auch ehrlich sein. Die Struktur ist super, der Griff fühlt sich haptisch gut an und er liegt auch zunächst einmal gut in der Hand. Aber ich weiß, dass es besser geht. Beim Hunter besteht der Griff aus Kunststoff. Und ich persönlich bin großer Fan von den gummierten Griffen der W1 bis W3 Messer. Ich hätte mir also gewünscht, dass man auch hier ein ähnliches Material genommen hätte. Und die zweite Sache, die mich stört, das ist aber eher so ein generelles Ding, ist dieses Metallteil am Ende des Griffs hier. Klar, die Öse ist dazu gedacht, ein Lanyard oder Paracord anzubringen, ich persönlich mache das aber nicht und damit ist die Öse für mich so ein bisschen überflüssig. Vielmehr noch, irgendwie stört mich hier das scharfkantige Metall. Wenn man mit Handschuhen arbeitet, macht das sicherlich keinen großen Unterschied. Aber ohne Handschuhe, finde ich, drückt das Metall immer so gegen den Handballen und da hätte ich es besser gefunden, wenn man den Griff komplett umhüllt hätte und dann das Loch vielleicht am Ende nur noch eingearbeitet hätte. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber vielleicht ist das ja auch nur Meckern auf hohem Niveau. Zum Messerscheide kann man dann aber wiederum nichts Negatives sagen. Die ist aus stabilem Kunststoff gefertigt, sehr robust und tut genau das, was sie soll. Sie schützt die Klinge. Und ein Gürtelclip ist auch noch dran, also was will man mehr? Zusammengefasst muss ich sagen, dass wir hier wirklich ein sehr interessantes Messer mit einem tollen Design und einem wirklich guten Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Klar, hier und da gibt es ein wenig Verbesserungsbedarf, aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Und man darf bei dieser ganzen Kritik nie den Preis aus den Augen verlieren. Denn wie gesagt, wir haben hier ein Messer für unter 18 Euro. Wenn ihr nun also auf den Geschmack gekommen seid, dann schaut im Wolfgangs Shop vorbei. Das Messer ist dort brandaktuell erschienen und den Link zum Shop findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und vergesst auf gar keinen Fall den Rabattcode. Achso, und eine Sache hätte ich noch fast vergessen. Es lohnt sich einmal vorbeizuschauen, denn das Messer gibt es auch in unterschiedlichen Farbvarianten. Also nicht nur in grün, sondern auch in orange und jeweils mit unterschiedlichen Klingen. Schaut euch das alles gerne mal auf der Webseite an. Und nun noch schnell zur Verlosung. Das Wolfgangs Hunter der zweiten Generation müsst ihr euch leider kaufen, denn mein Exemplar behalte ich. Aber ihr habt jetzt nochmal die Chance, ein W1-Messer zu gewinnen.
Das hatte ich ja schon einmal verlost, nur leider hat sich der Gewinner nicht bei mir gemeldet, sodass ich ihm das Messer auch nicht zuschicken konnte. Von daher geht es jetzt erneut in die Verlosung. Ihr müsst dazu einfach den Kanal abonnieren und unter diesem Video hier einen Kommentar hinterlassen und schon seid ihr automatisch mit dabei. In 14 Tagen löse ich das Gewinnspiel dann auf und lose einen neuen Gewinner aus. Und bestenfalls bekommt der dann das Messer zugeschickt, sofern es mir gelingt, diesmal Kontakt zum Gewinner aufzunehmen. So, das war's dann aber auch schon. Schreibt mir gerne eure Meinung zum neuen Messer in die Kommentare und ansonsten gilt wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und danke nochmals an die Firma Wolfgangs, die diesen Kanal hier unterstützt und somit Videos wie dieses hier erst möglich macht.